Hallo, ich bin Claudia von Fosen Hibiskus und möchte mit dir heute einen Brotkorb aus dem Trendmaterial Snap-Hep nähen und habe dafür noch einen Innenbeutel aus Baumwolle vorgesehen. Und du brauchst folgende Materialien dafür. Es sind diesmal ganz schön viele. Für den Brotkorb habe ich schon mal das Snap-Hep nach den Schnittvorlagen zugeschnitten. Hierfür solltest du in jedem Fall eine Papierschere benutzen, weil eine Stoffschere wird sonst stumpf. Das willst du nicht wirklich, das ist sehr schade dann, das wird teuer. Die Kante des Brotkorbs habe ich schon mal mit einem Bordürenstanzer verschönert. Wenn du keinen Bordürenstanzer hast, gibt es auch noch andere Möglichkeiten, den Snap-Hep zu verschönern. Und das zeige ich dir jetzt. Hierfür gibt es Silikonschablonen, die kannst du ganz einfach abziehen und auf dem Snap-Hep positionieren. Das klebt auf dem Snap-Hep, aber hinterlässt keine Spuren, das geht ganz leicht wieder ab. Und kannst dann durch die Schablonen mit Acrylfarbe das Muster auf das Snap-Hep bringen. Das habe ich schon mal vorbereitet, weil es dauert eine Weile, bis das getrocknet ist. Ich zeige dir mal, wie das dann im fertigen Zustand aussieht. Das ist sehr hübsch. Lass die Farbe ein bisschen antrocknen und wenn sie dann soweit für dich gefühlt trocken ist, legst du nochmal ein Butterbrotpapier oder ein Bügeltuch auf und fixierst die Farbe mit dem Bügeleisen. Als nächstes werden die Seiten des Brotkorbs zusammengenäht. Hierfür lege ich die beiden langen Seiten zusammen und klemme sie mit Clipsen fest, weil wenn du Nadeln nimmst, sieht man die Löcher und das ist dann nicht so schön, die gehen dann nicht mehr weg. Und nähe das Ganze dann mit 1 cm Nahtbreite ab. Das machen wir jetzt. Achtung, die Klipse immer verschieben beim Nähen, sonst kommst du nicht dran vorbei. Hierbei die Nähte auch wieder schön verriegeln. Klipse abziehen dann, wenn du in die Nähe kommst und eine Reihe weiter stecken. Und das Ganze machst du auf der anderen Seite auch. So sieht das dann aus. Als nächstes klappen wir die Snap-Hep auseinander und falten die Nähte hier zusammen. Die Nahtzugaben auseinander drücken und die beiden Teile wieder mit 1 cm vernähen. Hierfür bitte wieder die Klammern benutzen, keine Nadeln, sonst hast du Löcher. Ich muss mir erstmal ein bisschen Platz machen, sonst komme ich mit dem Snap-Hep nicht dran vorbei. Ich packe die Farbe mal beiseite. Und los geht's. Das Snap-Hep ist ein bisschen störrig, aber keine Sorge. Wir machen das Ganze nachher noch ein bisschen nass, aber das erkläre ich dir später. Dann gehen die Knitter wieder raus. Jetzt vernähen wir erstmal die andere Seite. Beim Nähen darauf achten, dass du die Nahtzugaben von der vorherigen Seitennaht auseinanderklappst und drüber nähst. Jetzt haben wir den Brotkorb schon soweit fertig, aber er muss jetzt noch umgedreht werden. Und ich zeige dir jetzt, wie das geht. Da der Snap-Hep ja Pappe ist, kannst du ihn nass machen und er wird dadurch ein bisschen weicher und lässt sich knitterfrei umdrehen. Das zeige ich dir jetzt. Ich habe hier ein Wasserbad vorbereitet. Du kannst es natürlich auch unter dem Wasserhahn machen, aber ich denke so rum, in einer Schüssel ist es ein bisschen einfacher. Einmal durchziehen, Wasser raus und das Ganze umdrehen.
Snap-Pap in Form drücken. Hierbei kannst du die Ecken mit dem Finger schön rausdrücken und die Papiernähte auch auseinanderklappen und lässt es dann zum Trocknen eine Weile stehen. Das Snap-Pap bekommt nach dem Wasserbad eine Lederstruktur, deshalb nennt man es auch veganes Leder, was sehr umweltfreundlich ist. Und jetzt drücke ich mir den Brotkorb an den Ecken noch ein bisschen in Form, dass es nachher diese rechteckige Form erhält. Und lasse es jetzt noch ein wenig trocknen. Während der Brotkorb jetzt trocknet, zeige ich dir, wie man die Henkel des Brotkorbs zusammennäht. Hierfür nehme ich die Schnittvorlage und markiere mir die Stelle mit einem Kreidestift, bis wohin ich dann zu nähen habe. Und falte den Henkel in der Mitte, also die Mitte der langen Seite, und nähe an der Kante, an der offenen Kante entlang, ganz knapp. Vorn und hinten wieder verriegeln. Jetzt faltest du den Henkel an den offenen Seiten ein bisschen flach, weil diese Seiten werden dann an dem Brotkorb mit Druckknöpfen festgemacht. Und biege den Henkel etwas in Form. Das war's. Erstmal mit dem Brotkorb. Jetzt kommen wir zum Brotbeutel. Hierfür hast du den Oberstoff und den Futterstoff hoffentlich schon zugeschnitten. Jetzt als nächstes nimmst du dir den Oberstoff und legst die rechte Seite auf die rechte Seite. Die Seitennähte sind dann nachher hier die lange Seite. Und steckst dir das mit Nadeln fest. Steck sie ruhig quer, dann kannst du drüber nähen. Das Ganze machst du dann auf beiden Seiten. Aber jetzt nähen wir erstmal. Die Nahtzugabe ist wieder 1 cm. Vorne und hinten wird verriegelt. Das war die erste Seite. Jetzt kommt die zweite. Bei der zweiten Naht solltest du noch ein kleines Löchlein lassen, weil da wird nachher das Band durchgezogen. Und zwar misst du von oben, also von der offenen Kante, 1,5 cm nach unten. Markierst dir das, bis dahin wird genäht und lässt eine Aussparung von 2 cm. Steckst dir das jetzt mit Nadeln. Du nähst bis zur ersten Nadel, lässt das Loch und fängst dann bei der zweiten Nadel wieder an und dann alles wie gehabt. Und fertig. Der Futterbeutel wird an den Seiten einfach nur zusammengenäht. Du brauchst kein Loch lassen wie beim Oberbeutel. Das nehmen wir jetzt zusammen und sehen uns gleich wieder. Die Seitennähte hast du jetzt zusammengenäht. Nun können sie auseinander gebügelt werden. Hierfür musst du vorher noch die Ecken wegschneiden, unten an dem Beutel, sonst kannst du die nicht auseinander bügeln. Das mache ich so ein bisschen diagonal. Das mache ich bei beiden Beuteln und gleich erzähle ich dir warum. Was der nächste Schritt ist. Erstmal bügeln. Nähte schön auseinander und mit Dampf über den Stoff. Wenn der Beutel so gebügelt ist, dann nimmst du dir den Stoff so in dieser Ecke und legst ihn dir schon mal zurecht, weil jetzt kommt gleich der nächste Schritt.
Jetzt siehst du auch, warum ich die Ecke abgeschnitten habe, damit du die Nähte schön auseinanderfalten kannst. Den Oberbeutel nehme ich auch an dieser Ecke und lege ihn mir schon mal zurecht und erkläre dir jetzt den nächsten Schritt. Und zwar, du nimmst ein Geodreieck, legst ihn an dieser Ecke an und misst 7,5 cm von der Spitze nach unten, weil auf dieser Länge erfolgt dann gleich eine Naht. Um zu kontrollieren, dass die Ecke auch wirklich in der Mitte liegt, guckst du auf dem Geodreieck, dass die Linie hier im rechten Winkel verläuft. Die Naht markierst du jetzt an beiden Seiten von dem Beutel und nähst sie dann ab. Vorher stecke ich sie noch mit Nadeln, damit mir nichts verrutscht. Das gleiche machst du mit dem Futterbeutel und wir treffen uns gleich an der Nähmaschine. Die Naht wie immer verriegeln, vorn und hinten. Und los geht's. Vier Ecken haben wir vor uns. Der erste Beutel ist geschafft und ich erkläre dir jetzt nochmal, warum wir diese Ecken eigentlich nähen. Da der Brotkorb ja ein Rechteck als Boden hat, musst du diesen Sack auch in eine rechteckige Form dann bringen. Deswegen nähen wir jetzt diese Ecke gerade ab und haben dadurch eine rechteckige Bodenform und der Beutel legt sich gut in den Brotkorb ein. Jetzt nähe ich noch das Futterstück. Nun haben wir beide Beutel fertig und ich sage dir jetzt, was als nächstes zu tun ist. Und zwar, bevor du die Beutel verbindest, musst du die Ecken hier nochmal abschneiden. Sonst hast du nachher zu viel Stoff in diesen Ecken. 1 cm Breite ist, denke ich, okay. Jetzt packst du die rechte Stoffbeutelseite vom Oberstoff auf die rechte Seite vom Futterbeutel, legst sie an der Naht an. Nadel rein und einmal ringsrum gesteckt. Und um die Beutel wieder wenden zu können, musst du ein Loch von ca. 10 cm lassen. Okay. Jetzt nähe ich bis zu meiner Markierung, wo das Loch sein soll, verriegel an dieser Stelle. Schneide den Faden aber nicht ab, sondern ziehe ihn bis zu der Markierung vom Lochende und setze dort wieder mit dem Nähen an. An der Stelle wird wieder verriegelt. Am Ende angekommen, verriegeln und einmal den Beutel umdrehen. Jetzt müssen die Nahtzugaben umgebügelt werden. Das mache ich jetzt. Ich lege mir den Beutel mit beiden Seiten über das Bügelbrett und gehe mit dem Bügeleisen mit ein wenig Dampf drüber. Ich bügele die Nahtzugaben jetzt in Richtung des Oberstoffbeutels und drehe dann die Beutel um.
Ich habe die Nähte deswegen zum Oberbeutel gebügelt, weil wir nachher, wenn wir das umdrehen, einen Tunnel nähen werden und die Nahtzugabe somit in diesem Tunnel gefasst wird. Das zeige ich dir aber gleich. Ich wende den Beutel jetzt um. Und wie du siehst, zeigt die umgebügelte Nahtzugabe in Richtung des Oberstoffs und du kannst dann nachher hier Nadeln reinstecken und hier knappkantig drüber nähen für die eine Tunnelseite. Jetzt steckst du den Futterbeutel in den Oberbeutel und suchst dir die Quernaht, die du vorhin abgenäht hast, und hältst sie an die Quernaht von dem Oberbeutel. Darüber ergibt sich dann die Länge des Futterbeutels, der dort über dem Oberbeutel rausgucken wird. Diesen Bereich steckst du dir jetzt mit Stecknadeln fest und bügelst dir die Kante in Form. Zur Hilfe kannst du dir auch gerne das Handmaß nehmen und diesen Betrag abmessen, dass du dann für die weitere Strecke weißt, wie breit das überstehende Stoffstück ist. Hier sind es 3,5. Jetzt bügele ich mir das in Form. Und jetzt kann ich auf dieser Kante hier knapp entlang steppen. Das ist die erste Tunnelnaht. Das mache ich jetzt. Und los geht's. Falls der Stoff sich schiebt, nehme ich eine Schere oder einen spitzeren flachen Gegenstand und drücke mir die Stoffe ein bisschen zurecht, dass keine Falte entsteht. Am Ende angekommen, markierst du dir jetzt die zweite Tunnelseite. Und zwar gibt es dafür mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre, du markierst dir auf der Beutelinnenseite 2 cm ab der ersten genähten Naht dein Verlauf der Tunnelnaht. Die zweite Möglichkeit wäre, du guckst bei deiner Maschine auf die Stichplatte, wenn ausreichend Linien vorhanden sind. Hier kannst du die Kante des Futterbeutels an die Linie anlegen. Bei mir verläuft sie hier und haut genau hin, passt. Und ich habe dann hier die 2 cm für die Tunnelbreite. Falls es nicht ganz reichen sollte, dann kann man die Nadel noch ein bisschen nach links verstellen und hat noch ein paar Millimeter gewonnen. Wenn du die Breite überprüft hast und alles passt, kannst du jetzt losnähen. Ich nähe jetzt von der Stoffoberseite, weil bei mir die Kante genau auf diese Linie trifft. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann musst du von der linken Seite nähen. Dann fangen wir jetzt an. Jetzt bin ich fast am Ende und komme bei meiner Öffnung an, die ich vorhin gelassen habe, weil dort habe ich auch begonnen zu nähen. Und durch diese Öffnung müssen wir jetzt noch ein Band ziehen. Das zeige ich dir jetzt. Hierfür nimmst du eine Kordel oder ein Satinband, je nachdem, was dir gefällt. Ich habe jetzt eine Kordel und werde sie mit einer Sicherheitsnadel durch den Tunnel durchziehen. Die Kordel ist etwas dreiteilig. Da mache ich mal einen kleinen Knoten und stecke die Sicherheitsnadel durch den Knoten. Dann kann ich auch das Band nicht verlieren, wenn ich das durchziehe. Jetzt schiebe ich die Sicherheitsnadel durch die Öffnung rein und ziehe mir das Band durch den Tunnel und schiebe und schiebe.
bis ich dann wieder am Schlitz angekommen bin. Beutel immer ein bisschen nachziehen, sonst geht die Schnur nicht mit. Jetzt bin ich wieder am Schlitz angekommen und ziehe mir noch mehr Schnur raus, damit ich nachher die Enden etwas länger habe, um hier noch einen Knoten machen zu können und um den Beutel nachher zusammenziehen zu können. Jetzt hast du den Beutel fertig, die Kordel durchgezogen und in der Zwischenzeit müsste unser Brotkorb auch schon getrocknet sein. Jetzt erkläre ich dir, was wir damit machen. Ich bügel jetzt erstmal die Nähte innen nochmal flach. Das kannst du von der Innenseite machen. Die andere Seite auch. Und knicke mir den Rand ein wenig um, weil nachher der Beutel dort mit reinkommt und seine schöne pinke Seite zeigt. Wie weit du den umknickst, ist dir überlassen. Ich denke, da wir das Muster jetzt schon hier haben, würde ich es nicht ganz so breit umknicken, vielleicht 1 cm bis 1,5 cm. Geschafft. Den Rand bügel ich mir jetzt nochmal ein bisschen in Form, damit der nicht die ganze Zeit hochkommt. Und jetzt zeige ich dir, wie man die Henkel befestigt. Du brauchst für die Henkel ein paar Druckknöpfe und eine Druckknopfzange und eine Lochzange. Jetzt nimmst du dir die Henkel und markierst dir die Position für die Druckknöpfe. Hierfür knicke ich sie noch mal ein wenig in der Mitte. Da habe ich dann die Mitte der Rundung und messe mir mit dem Handmaß das ab und schaue, wo die Druckknöpfe hinkommen können. Ich würde vorschlagen, bei der Hälfte 2,5. Und das mache ich bei beiden Henkeln. Die Druckknöpfe bringe ich deswegen an, weil ich ja den Brotbeutel später auch rausnehmen möchte, um den waschen zu können. Und damit du auch den Brotkorb einzeln tragen kannst, muss alles separat sein. Ich habe die Henkel jetzt markiert und suche mir die Position an dem Brotkorb. Hierfür lege ich die Henkel mit Abschluss der Kante oben an und suche mir eine schöne Position. Ich würde vorschlagen, mittig von diesem Bereich und loche mir mit der Lochzange hier durch beide Teile durch, durch den Henkel und durch den Brotkorb. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite auch. Und mit dem zweiten Henkel verfahre ich auch so. Nun befestige ich die Henkel am Brotkorb und nehme hierfür ein Druckknopfteil, das flache, und stecke die runde, flache Seite vom Henkel aus in den Brotkorb rein. Gegenstück dagegen und mit der Druckknopfzange alles verdrücken. Die weiße Seite wird wieder auf die flache Druckknopfseite gelegt und zusammengedrückt. Sollte halten. Das gleiche machst du mit der anderen Seite vom Henkel und mit dem zweiten Henkel. Das sind die beiden Druckknopfteile, die ich benutze. Achte bitte darauf, dass die flache Seite mit dem Knupsel hier nach außen zeigt und die flache Druckknopfseite mit dem Ring auf die Brotkorbinnenseite kommt, weil da wird dann der Brotbeutel gegengeknöpft.
Jetzt, wo du alle beiden Henkel befestigt hast, musst du jetzt auch am Rotbeutel die Druckknöpfe anbringen. Du nimmst dir den Beutel, steckst ihn in den Brotkorb, suchst dir hier die Seitennaht von dem Beutel und legst sie auf die Seitennaht von dem Brotkorb und suchst dir den Druckknopf von dem Henkel und machst dir eine Markierung auf dem Stoff. Hierfür nehme ich mir eine farbige Kreide, weil der Stoff recht bunt ist und der weiße Punkt nicht zu sehen wäre. Du könntest auch alternativ eine Nadel nehmen und dort durchstecken, wenn du dir nicht sicher bist, ob du den Punkt genau getroffen hast. Das machst du jetzt auf beiden Seiten. Und lochst deine markierten Punkte mit der Lochzange durch. Hierbei musst du den Stoff ein bisschen zusammenfalten, dass du an diese Markierung rankommst. Einmal kräftig drücken und schon hast du das Loch. Das machst du auf beiden Seiten und nimmst jetzt das andere Druckknopfstück und schiebst die flache Seite mit dem Stiel von der Innenseite des Beutels durch das Loch. Nun werden beide Teile vernietet. Hierfür nimmst du wieder die Druckknopfzange und legst das weiße Teil unter die Druckknopfseite mit dem Stiel. Das machst du jetzt auf allen beiden Seiten. Wenn du alle Druckknöpfe befestigt hast, kannst du jetzt den Stoffbeutel in den Brotkorb packen und die Druckknöpfe miteinander verbinden. Jetzt kannst du alles zuziehen und deine Brötchen bleiben schön lange frisch.